Berlin 1919, der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister des Innern. Die Missstände auf dem Gebiet des Wohnungswesens haben in letzter Zeit eine erhebliche Verschärfung erfahren. In fast allen Teilen Deutschlands besteht ein starker Wohnungsmangel, der insbesondere durch die Rückkehr der Kriegsgefangenen und den ständig wachsenden Zustrom von Flüchtlingen eine dauernde Steigerung erfährt. Wie wir hören, besteht im preußischen Staatsministerium der Plan, gewisse Kategorien lästiger Ausländer in Konzentrationslagern zu internieren. Es handelt sich um solche Personen, die die polizeiliche Meldevorschriften ungeachtet lassen und die wiederholt durch Übertretungen, notorische Erwerbslosigkeit und so weiter den Behörden zur Last fallen. Ich bin ein unglücklicher Flüchtling, der vor 2,5 Jahren mit Frau und 4 Kindern im Alter von 2,5 bis 8 Jahren aus Krasnow bei Oberschlesien infolge eines polnischen Überfalls flüchten musste. Wir konnten nur das nackte Leben retten. Als wir nachts über die Grenze flüchteten, standen wir ratlos da. Wir taten das, was die anderen taten. Wir suchten Zuflucht in Deutschland bei Verwandten, die schon seit Jahren hier Gastfreundschaft genießen und sich diese auch stets würdig erwiesen haben. Ich bitte den Hohen Senat, Gnade für Recht ergehen und mich hier wohnen zu lassen. Ich bin nicht vorbestraft und hoffe auch in Zukunft makellos durchs Leben gehen zu können. Ich bitte das Odium der Ausweisung und damit das drohende Unglück der Heimatlosigkeit von mir abzuwenden. Die andauernde Notlage des Staates und die besondere Anziehungskraft, die Bremen mit seinen Häfen auf die Ausländer ausübt, erzwingt den Aufenthalt in Bremen auf solche Ausländer zu beschränken, deren Zuwanderung und Aufenthalt im bremischen Staatsgebiete als erwünscht angesehen werden kann. Die Zuwanderung anderer Ausländer muss unterbunden werden. Wir bitten Sie nochmals dringend, Herr Minister, entfernen Sie das Gesindel schleunigst, sonst verzweifeln auch wir Arbeiter, die wir gerne weiter im Staat in Ruhe und Ordnung unserer Arbeit nachgehen und am Wiederaufbau arbeiten. Hinaus mit der Bande! Ergebenst, Arbeiter der Betriebe Siemens und Halske, Schuckert und Löwe. Die Abschiebung hier ausgewiesener Ausländer in Sammellager dürfte ebenso im preußischen und Reichsinteresse liegen wie im bremischen. Als Sammellager kommen Cottbus-Sihlo und Eidkuhnen in Frage. An den Kosten wird sich Preußen unbedingt beteiligen müssen. Petri, Polizeipräsident. 9. März, Staatsrat Tack an Herrn Senator von Spreckelsen. Die ganze Sache muss als ein Interesse Preußens hingestellt werden, dem Bremen Rechnung tragen will. Der Transport und die Unterbringung muss gewissermaßen zum preußischen Verwaltungsakt werden. Sonst bekommen wir die ganzen Kosten aufgehalst. Dr. Tack. Überaus skandalöse Zustände herrschen in dem Internierungslager Stargard. Es handelt sich um ein Internierungslager ganz eigener Art. Es ist weder für Verbrecher noch für Gefangene, sondern für Leute, zu deren Freiheitsberaubung eigentlich gar kein Grund vorliegt. Eine große Anzahl Ostjuden sollte als lästige Ausländer ausgewiesen werden. Da aber die Ausweisung wegen der Grenzsperre der östlichen Staaten unmöglich war, so ist die Regierung dazu geschritten, Internierungslager zu errichten. Aber nicht nur, dass man Leute hier zusammenpfercht und ihre Freiheit beraubt, deren einziges Verbrechen darin besteht, Ausländer zu sein, setzt man sie auch einer gemeinen und skandalösen Behandlung aus. Misshandlungen seitens der Wachmannschaften sind gang und gäbe. Mist, Vieh, Saujud und so weiter sind die normalen Anreden. In Hamburg und Bremen befinden sich bereits längere Zeit eine Anzahl russischer Immigranten,
deren Reiseziel die Vereinigten Staaten bilden, die aber ihre Ausreise noch nicht antreten können, weil die Quote erschöpft ist. Es handelt sich um 175 Personen in Hamburg, darunter ein Drittel Kinder, und um 300 Personen in Bremen. Die Auswanderer sind in den Hamburger Auswanderungshallen und im Lloydheim in Bremen untergebracht. Ob und wann die hier untergebrachten Russen zur Auswanderung kommen, steht noch nicht fest. Es können noch Jahre vergehen, bevor die hier Befindlichen abtransportiert sind. Eine Heraussetzung der amerikanischen Einwanderungsquote wird kaum in Frage kommen, da die Regierung weiterhin bestrebt ist, wegen der bolschewistischen Gefahr, Russen aus dem Lande fernzuhalten. Benannte Personen haben feste Arbeit angenommen. Es ist zu erwarten, dass diese Leute, wenn sie erst festen Fuß gefasst haben, Bremen überhaupt nicht wieder verlassen, sondern sich hier niederlassen. Dem muss vorzubeugen sein, zumal bekannt ist, dass Juden nicht gern körperliche Arbeit verrichten und sich lieber mit dem Handel durchs Leben schlagen. Herbig. Januar 1930. Es wohnen noch 11 russische Juden im Lloydheim. 5 Männer, 5 Frauen, ein Kind. Zusammen 11 Personen gegen 448 Personen im Juni 1924. Lazarewitz. Juli 1931. Bollmann. Es sind alle Juden abtransportiert.